Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Wartech-Kanal. Ich bin mit meinem Einbilder und nehme auch auf und ich glaube, man merkt, es ist heute mal niemand anderes da und wir fighten heute auf dem Server Wargeworld. Ja, bei mir im Team ist noch der Owner Silver Turtle, also einer der Owner und wir fighten gegen Stichflex 2006 und XSpongeXX. Würde man sagen, wir machen schon mal ready. Und da geht's auch schon los. Ja, und wir fighten im Titan Place PV3 Remake. Ursprünglich für MyPlayPlanet, heute jetzt hier auf Wargeworld vertreten. Vor diesem Fight gab's ein paar Anlaufschwierigkeiten. Da könnte ich jetzt mal ein Bild einblenden. Ja. Bin ich eigentlich leise? Nein, geht. Und. Okay, die TPS scheint etwas niedrig zu sein. Ja. Und ich glaube, meine Sounds sind etwas arg laut. Oder? Ja, die sind. So, dann gehen wir mal hoch zu dem Artikel vielleicht und da ein bisschen. Das klang jetzt irgendwie nicht so gut. Doch. Ja. Das Schwert hat sich. Da freut er sich auch schon ganz doll über die TPS. 13,32, das ist in der Tat nicht gut. So, hier müssen wir wohl den Lauf freibauen, weil sonst könnte sich der Ding killen und ich würde doch derartig gerne noch ein paar Mal mehr schützen. Das war natürlich jetzt ausgesprochen schlau. So. Oh. Okay, der hat gefressen und hat sich unser Artig-Schild ausgefahren. Okay. Scheint habe ich den falschen Hebel gezogen. Aua. Da kam wohl ein Mörser rein. Wie komme ich jetzt wieder heil runter? Gar nicht. So. Da wir jetzt gerade recht viel WTZEWG machen, dachte ich, ich mache vielleicht was anderes, weil das auch mal wieder ganz gut ankommen könnte. Und ist jetzt halt wirklich auch mal zu abwechseln, was ich alleine aufnehme. Ja, und da bin ich auch gestorben. Da teleportieren wir in Etage 3 dahin. Ja. Und da fliegt auch schon die schöne 32er-Lupf. Ich bin da oben gerade wohl an der Art des Gegners gestorben. Schönes Wargear. Ja. Also, der Gegner scheint aber recht gut gefressen zu haben. Scheint haben die drei Schließen in der Mitte durchgezogen. Oh, danke mal an Admin. Ja. Ja.
Also wir haben recht gut gefressen. Ich muss jetzt aufpassen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich Technik aus dem anderen Rohr gezeigt. Da oben läuft dieser X-Sponge XX rum. Und ich glaube, man sieht, wir haben hier doch ganz gut mit den Artis eingesteckt. Okay, bis zur mittleren Ebene runter sind die. Da unten ist ein Stich drin. Der Gegner, ich passe gerade mal wirklich auf. Also, ja, mit der Lupfe ist recht gut Schaden gemacht. Mit der Arti halt die zwei Schüsse, die ich raushauen konnte. Mein Zeug. Könnte auch sein, dass ich an meiner Arti verreckt bin, aber okay. Ja, da halt der Lupfschaden und halt drei Stiche. Ja, also kann jetzt gut sein. Oh, da kam gerade. Was, ein Mörser oder eine Arti? War, glaube ich, die Arti. Sieht halt wegen der TPS gerade. Oh, nee, hält sich gerade wieder sogar. Okay. Kann gerade einfach sein. Also, ich habe gerade nicht richtig geguckt, kann ein bisschen. Ja, also. Ich denke mal, jetzt gibt es einen kleinen Zeitraffer. Bis gleich. Und da hat sich wieder etwas getan. Da kam gerade eine Art hier aus dem PvP angeflogen. Da hat er sich wohl ausgesperrt. Okay, die beiden inneren Artis sind anscheinend kaputt. Die äußeren leben noch. Heilige Scheiße, was hat die 1.15 der TNT-Physik angetan? Diese Kanonen sind halt alle für die 1.14 gebaut und können daher, naja, also funktionieren, aber halt etwas krüppelig. Okay, da drüben ist eine Kanone angekratzt. Ich wollte jetzt vielleicht ehrlich gesagt nicht so reinfilmen. So, ja. Zerlegt da schon gut das Dach. Okay, da hat wohl ein Mörser in der Mitte geschossen und da links und rechts eben Artis. Und da baut er wohl die Arti wieder auf. Es klang gerade nach Mörser, der darunter ist. Ah nein, die killt sich, ja. Der Mörser ist auch schon am Boden. Wow. Na gut, was erwartet man? Das Zeug ist, wie alt? Schon einige Jahre. Ja, also 2015 wurde das Original ja erbaut, also ist mittlerweile 5 Jahre alt das Rohr hier. Oder vier. Ja, 4 Jahre war, glaube ich, jetzt. Ja, okay. Sagen, das Rohr hat gut eingesteckt, hat aber noch eine Höhenstreu-Halbauto und die Lupfkanone der Mitte scheint beschädigt zu sein und noch die beiden Lupfs außen. Mit den Stichs kann man ja nichts mehr anfangen und halt noch zwei Artis. Ist der Vorteil bei dem Wargear, das kann gut fressen und immer noch austeilen. Da ist natürlich der Mörser durch die Brücke durch. Das hat da unten, glaube ich, die Kanone auch beschädigt. Fliegt das anscheinend wieder auf Höhe des Mörsers rein. Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass Mörser sind, weil, ja, mit oben Stich sind. Da sind Mörser doch weit sinnvoller. Ich denke mal, es könnte jetzt vielleicht auch noch mal einen kleinen Zeitraffer geben. Hier scheint ja wohl nicht mehr allzu viel zu passieren. Okay, der Gegner schießt hier anscheinend auch schon mit Lupfs. Okay. Und damit haben wir dann wohl auch gerade verloren. Ja. Der Mörser. Ja, unsere Arti. Ja, der Fallschacht. Den kenne ich. Der ist irgendwie Aua. Ja, also, hier ist er gestorben. Dieser Fallschacht trollt verdammt gerne. Also mit meinen Remakes und ja, ist immer mit Fallschächten so, zum Beispiel im ersten Teil vom PV1 von Titan Plays. Ja, da ist der letzte auch am Fallschacht verreckt, glaube ich. Ja, also ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat. Okay, dann halt auf und ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.